was geht ab? Heute Top Tier Takeover in Berlin im Astra und wir kommen zum ersten A Cappella Match des heutigen Abends. Ich begrüße auf meiner linken Seite Berlin, einmal Applaus für Desperados! Möchtest du noch was sagen, bevor das Match beginnt? Ich freue mich hier zu sein und lass uns endlich anfangen, oder? Auf meiner rechten Seite, ihr habt ihn auch sicher schon das ein oder andere Mal auf unserer Bühne gesehen. Ein Applaus für Shih Tzu! Möchtest du noch was sagen? Ey, habt ihr Bock? Ja! Nein, nein, habt ihr Bock? Ja! Geht doch, let's go! Erste Runde Shih Tzu, seid mal jetzt alle ruhig! Ey, yo, Astra! Das da ist Desperados, der Bastard. Ey, der ist zwar so alt wie ich, aber geistig bin ich ihm voraus. Ich mein, man sieht ihm an der Kaut, heute noch die Schwänze von der Crowd. Aber kleiner Tipp, ey, wär besser für dich, du fährst direkt wieder nach Haus. Ich hab dir was zu sagen, das deine Welt zerstört, du Lauch. Mann, deine Piercings sind scheiße und Tokyo Hotel out, Junge. Ich mein, wie du aussiehst, musst du in Vorbereitung auf ein Battle durch die Monsun hinter die Welt. Und ich zur Arbeitsagentur. Naja, weil am ersten gibt's Geld. Ey, ihr kennt es doch. Als Tom und Heidi Klum geheiratet haben, da fanden das ja viele wegen des Alterunterschieds echt ekelig. Der hat sich auch geärgert, dass Tom jetzt vergeben ist. Ich mein, Berlin, wenn ihr den im Battle seht, da denkt sich keiner so, heftig und ganz smart. Nee, jeder so, lesbisch und Marzahn. Skip! So, und jetzt mal alle, die mit ihrer Freundin da sind, am besten mal kurz die Ohren zuhalten. Weil, ihr kennt das ja, manche Leute verlinken auf Tinder ihr Snapchat oder Instagram. Der sein WoW-Level und seinen Gildennamen. Ich mein, denkst du wirklich, dass dein Aussehen eine Frau ziemlich umhaut? Dein Aussehen ist wie eine Rüstung. Ist dir das überhaupt bewusst, Lauch? Die gibt dir vielleicht plus 10 Respekt in deinem Magic-Karten-Club oder auf einem WoW-Turnier siehst du damit echt cool aus. Aber im echten Leben gibt dir das einen Debuff auf 100% Debuff auf Style und Attraktivität. Dafür aber plus 100 auf Mobbing-Opfer und Jungfrau. Ey, der nennt sich Anime-Boy auf Instagram. Anime-Boy, ey, du kannst bringen, was du willst. Mann, ich zerleg dich mit Lines. Komm mit Death Note. Ich klaus dir und mal Penisse rein. Am Anfang von dem Porno, da fragen sich ja viele, wann sieht man endlich mal eine Schlampe reiten? Der fragt sich nur, wo das kleine Mädchen und die 8 Tentakeln bleiben. Ey, du bist so ein Lappen, selbst deine Alte bei WoW geht dir fremd. Du guckst Big Bang Theory und checkst jede Referenz. Und ich würde ja auch so Anime-Referenzen bringen. Denn safe, du bist so ein kawaii-sagendes, ekliges Opfer. Aber da kenne ich keinen Unterschied. Naja, wie Cynic bei Herr der Ringe und Harry Potter. Aber eine Frage an die Crowd. Was hat jeder Nerd, der das Aussehen von einer Lesbe hat? Ja, richtig. Kein Sex, keine Freunde und ein Fortnite-Battle-Pass. Digga, du bist ein Nerd. Mann, du kassierst im Battle echt heftig. Du kannst es höchstens den Berliner Rappern aufnehmen. Spielst du mit Bushido WoW Classics? Und tut mir leid, wenn du mit Rappen und Zocken auf die dicke Knete hoffst, hab ich einen Tipp, Gildenname CCN431110EGJ, Time! Erste Runde Desperados, seid mal jetzt alle ruhig! Oh, dicker Nerdlines! Krasser Twist, aber ich komme ja trotzdem auf meine Kosten, denn heute wird trotzdem dein Arsch gefickt. Und er versucht mich gerade mit WoW-Lines hier mies zu plätten. Dicker, du zockst League of Legends! Dicker! Und ich finde auch solche Lines, die können schon hart verletzen. Kommen die nicht von so einer Mondkraterfresse? Okay, Berlin, jetzt können wir. Ich bin Desperados. Battle-Rap-Bundesliga technisch bekannt. Und der jedes Mal für eine Überraschung sorgt, wenn er zum Mikro greift. Gegen einen Hundesohn, der dann auch noch Shih Tzu heißt. Und Digga, weißt du, warum das passt? Du hast einen kleinen Schwanz und bellst am lautesten, obwohl du überhaupt nichts kannst. Und so dünn, Junge, schwör, nach einem Kick fliegst du Richtung anderes Land. Und was du für ein Hund bist, ich glaube, da drücke ich dir auf spontan noch einen Punch rein. Denn geht's darum, wird das gejudged, zieht ein Shih Tzu seinen Schwanz ein. Aber Dicker,
Deine Hundeaffinität kann man durch die Paarung ja schon offensichtlich merken. Denn mit einem dürren Knochen lockt man einen Shih Tzu schon aus der Reserve. Aber an dem hier verlierst du deine Zähne, du Zwerg, bis deine Mom mit dir danach zum Einschläfern fährt. Denn, Dicker, du siehst aus wie im Fressnapf gezeugt. Ist doch so. Du siehst aus wie im Fressnapf gezeugt. Du schwächliches Toy mit Namen Shih Tzu. Naja, oder eben Felix. Aber wer ist dieser Felix? Eigentlich juckt das mich wenig, weil für Interesse an dir kann ich keinen Grund sehen. Ich hab mehr mit der Anreise gestruggelt als mit den Runden für dich. Denn das Interessanteste an Felix von Blomberg ist der Fakt, dass der Epilepsie hat. Schon eine komische Sache. Als ich das gehört habe, war ich sofort am Lachen, weil ich mir vorgestellt habe, ich komme nicht mit Strophen, sondern einfach nur mit Stroboskoplicht bewaffnet. Ey, und Felix, wäre mein Licht dann für dich ein ausschlaggebender Punkt? Heißt, wirst du einmal ausfallen, sorg ich für deinen Anfall. Bist du unkontrollierter Zugs als Techno-Freaks auf einem Tanzball. Und während du dann sabbernd am Boden liegst und dich schon mehrmals erbrochen hast, frag ich mich nur, ob ich jetzt gewonnen hab. Ja, du merkst, mach keinen Spaß mit dir. Nicht so, dass dein Leben meinen Kopf fickt. Einfach, weil ich jetzt schon ahn, was jeder deiner Fronts ist. Bisschen Selbstverliebtheit und dann was gegen meine Optik. Langweilig, Shih Tzu, langweilig. Ich hoffe, du kannst das jetzt grad schnallen. Kennt man eines deiner Battles? Dicker kennt man alle. Aber ich weiß nicht, wären Fronts gegen mein Aussehen die passende Waffe? Von einem, der aussieht wie ein Bonzenjunge, aber hofft, er wirkt auf Kampf wie ein Kanacke? Einer, der hängt mit den Verlierern aus seinem Team ab, die anders als er weder Abi noch studiert haben, Triketten wie ein G sagt, Roller und auch Shisha, aber kollabiert dann mal wieder an der Shisha. Junge, du bist so einer, der mit den Homies kifft und sich so gibt, als wäre er Assi im Herzen, aber danach eine Pulle Deo verballert, damit Mami und Papi nichts merken. Die Nase so weit oben. Die Nase so weit oben, ich warte nur noch auf den Nackenwirbelbruch, aber Felix kriegt doch Hausarrest, der für Mathe nicht genug. Also Felix, lass es, weil ein Front gegen mein Aussehen von dem Jungen so nicht trifft. Denn ja, ich sehe markant aus, aber das bin wenigstens zu 100% ich. Zeit. Shit so. Vor meinen Lines kannst du dich nicht verstecken, denn du bist ein Opfer. Du kommst mit Stroboskop, ich mach die Augen zu. Gekontert. Und Digga, jeder weiß, du bist im Battle ein richtiger Spast. Ey, ihr hättet sehen müssen, wie der im Backstage vor einem Kurden gezittert hat. Also was, ich hab Epilepsie, Digga, du hast Kenneck-Epilepsie. Egal. Ey, Rosbach und Native sind zwei hässliche Missgeburten, deren Zwischenrufe in den Parts nerven. Ey, Rosbach und Native und der Typ da sind zwei hässliche Missgeburten. Nein. Sind drei hässliche Missgeburten, deren Zwischenrufe in den Parts nerven. Ich meine, hat absolut nichts mit dir zu tun, aber musste mal gesagt werden. Ich meine, wer von euch kennt Rolling G? Den hast du gebettelt, ne? Und G, Digga, der boxte dich locker an die Wand. Digga, der ist halb so viel Mensch, aber doppelt so viel Mann. Aber den hast du ja richtig krass gebettelt, ne? Meinst du, ey, Rolling G, du kannst nicht laufen? Ach was? Krass! Hätte ich vom Typen im Rollstuhl gar nicht gedacht. Aber gut, wenn du willst, dass das oberflächlich klatscht, dann machen wir das. Ich meine, komm mal zu deinem Namen. Desperados. Weißt du, was ich dir gerade sage? Dein Name ist der von einer Radlermarke. Aber sein Name ist ein Treffer. Weil Radler ist kein Alkohol und du bist auch kein Rapper. Aber da, bei der Recherche, da fiel mir einiges auf. Sein Name hat Bedeutung zuhauf. Gefährlicher Krimineller. Das bedeutet sein Name. Du, ich hab da mal eine Frage. Sind Leute wie Escobar oder El Chapo gegen dich eine krasse Blamage? Weil die hatten ja gar keine Piercings und nur schwarze Haare. Nee, Mann, der führt ein Doppelleben. Und ich sag euch, was ich meine. Nachts macht der mit Ticken Scheine. Und tags heißt es Spitzen schneiden. Ey, du bist der Pate deiner Stadt, ne? Und die Haare sitzen krass. Der macht Geld mit Baba Hasch, gegen das keiner was sagt. Junge, Quatsch. Was für krass.
Sei sicher, dass du heute niemand täuscht. Du bist so ein Allmann, dein Friseur ist deutsch. Digga, du bist so ein Allmann, dass es schon fast gruselig ist. Du antwortest auf die Frage, ey, was geht mit alles, was Beine hat, außer ein Stuhl und ein Tisch. Ich schnips Flaschendeckel auf Rapper, du bist ein Lappen wie Zepter. Deine Haarfarben sind der Dresscode zum Arsch deiner Schwester. Denn du bist grün hinter den Ohren und ich mach jeden Tag blau. Du wirst gelb von Neid, fick ich dein Traum von einer Frau. Kreideweiß ist dein Gesicht, denn meine Jungs sehen rot und sie hauen. Ein auf dich Lauch, ich komm nachts zu deinem Haus, hier vor der Tür Kies, nehme Orange und schlag so lange auf dich ein, bis du aussiehst wie eine Farbpalette, die Van Gogh hatte. Mein dritter Part zerrippt alles. Du weißt nicht, was ich heute noch mit dir vorhab. Und jetzt ist Van Goghs Farbpalette dran. Aber kau mir mal kein Ohr ab. Time. Shih Tzu. Nice. Zweite Runde. Desperados. Let's go. Ja, mein Name steht für Gangsterbosse. Ist schon ein bisschen peinlich. Aber Dicker, du sagst, dass du mich in meinem eigenen Heim fixst. Das heißt, du sagst, du kommst zu mir nach Hause und gibst mir einen Box. Digga, hast mal in den Spiegel geguckt, mit so einer Statur und so einem Kopf. Wen willst du schlagen? Aber eine kurze Info zu Shih Tzu, die wichtig ist. Shih Tzu denkt selbst, er wäre der neue Wind im Rapper-Business. Und normalerweise würde ich sowas ja belächeln, Kindchen. Aber du meinst das ja ernst. Nach seinem Snakehead-Battle bei Diltily heult er rum, es gibt irgendwie immer nur das Gleiche. Entweder analytisch oder stumpf. Und das findest du echt scheiße. Darum machst du jetzt dein eigenes Ding, auch wenn nicht alle Dudes das feiern. Felix, eine Frage. Was laberst du für Scheiße? Du hast 9 von 11 deiner Battles komplett gleich strukturiert. Kann man eins, wusste man gleich, was passiert. Aber du denkst, es wäre geil, wenn du dich echauffierst über Name-Drops und was Fake-Fotzen labern. Felix, ich weiß nicht, ob dir das ganz klar ist, aber du bist Name-Drop sein Vater. Vielleicht übertreibe ich, aber wie würdet ihr das nennen? Davy Jones, 4-7, Greg Pipe, Goiner, Hopeless, Wobscure, Sever, Cynic, T-State, 2x P-Sack, 2x Tierstar, 5x Dr. Dave. Und du regst dich über Name-Drops auf, Alter, merkst du noch was selbst? 11 Battles, Felix. Und du denkst, du machst alles besser. 11 Battles, Felix, und du droppst auch nur 19 Mal die Namen anderer Rapper. Ja, ich glaub dir, Name-Drops findest du echt wack, Mann. Aber dann gibt's ja noch eine Sache. Du sagst, wenn es immer kontrovers ist, dann ist das eine Sache, wo du auch erfindest, dass das weak und schlecht ist. Und Felix, gebe ich dir die Hand drauf. Das unterschreibe ich dir direkt. Ich glaub, Hitler, Fritzel, Auschwitz, Vergewaltigung, tote beste Freunde, das permanent in Texten? Glaub nicht, dass das so fresh ist. Schön zu hören, dass wir zwar ähnlich denken. Nur waren das alles Beispiele nur aus deinen Battles. Digga, du sitzt im zerbrechlichsten Glashaus des Planeten, wenn du solche Strophen kickst. Aber schmeißt mit mehr Stein als Obelix. Aber ich warte, bis die Stärke der Schmerzen mal zunimmt. Und du dein wackeliges Konstrukt unter der Last deiner Scherze zum Bruch zwingst. Bis dein Glashaus unter lautem Geklirre und beherztem Gejubel einstürzt. Und du in deinen eigenen Scherben verblutest. Bis dahin habe ich Zeit. Ich klatsch keine Leute mit meiner Statur. Was bist du für ein Stricher? Stellst du dich vor den Spiegel, denkst du, dass der einen Riss hat? Ey, yo. Und bald, vielleicht bin ich bald, nicht bei den Top-Tiers ganz oben. Lieber in 11 Battles 19 Namen, als 3 Battles und jedes Mal choken. Aber kommen wir mal zum Battle. Ey, im ersten Part hatten wir deine Anime-Liebe. Ich meine, die prägte deine Kindheit. Ich meine, wir haben alle Pokémon gespielt und die Duelle ohne Regeln waren mies geil. Aber man entwickelt sich weiter. Klar, es ist gut, wenn man selber echt bleibt. Aber der größte Sprung in deinem Reifeprozess war die Programmänderung bei RTL 2. Weißt du, warum ich in dir nur einen verletzten Spasti sehe? Man, jedes deiner Piercings und Haarfarbenwechsel steht für einen abgesetzten Anime. Ja, Dennis, ich weiß. RTL bringt jetzt auch Reality-Soaps und ich weiß, es bedrückt dich. Denn den Rest des Tages muss er sich mit sich selbst beschäftigen. Und merkt, dass er nix ist. Animes gaben dir eine Welt, in der du dich vor dir und deinem Problem versteckst.
aber die Welt ist zerbrochen. Das hast du doch selber gecheckt. Jetzt bist du nur einer von vielen, aber du willst unbedingt besonders sein. Doch keiner respektiert dich, Mann. Du suchst vergeblich nach einem Freundeskreis. Digga, die lachen nicht mit. Die lachen über dich, Jungfrau, ständig. Weil immer, wenn du schreist, ist das verdammt nochmal unauthentisch. Aber Dennis schreit und schreit und schreit, will sich an nichts und niemanden gewöhnen, versucht verkrampft in seinem Kopf das Pokémon-Titel-Lied zu übertönen. Das Lied erinnert dich an deine verschwendete Schulzeit. Dennis, du warst nie mit den Jungs draußen im Park. Tja, du hast Geschichten gehört von Partys, auf denen du nicht warst. Partys, auf denen keiner an dich dachte. Digga, du warst dieses komische Anime-Kind in deiner Klasse. So ein Typ, über den man sich nur nicht lustig macht, weil der denkt, dass sich sonst eine Uzi schnappt und einen Amoklauf durch die Schule macht. Mann, scheiße, dein bester Freund war irgendein Typ im Teamspeak. Den hast du in deinem Leben nie getroffen. Und Lines von dir in deinem Leben nie getroffen. Doch jetzt wirst du mit Lines aus deinem verfickten Leben hier getroffen. Denn deine Piercings schreien, beachtet mich. Deine Haare schreien, beachtet mich. Mann, dein Auftreten im Battle schreit, beachtet mich! Aber nein, keiner beachtet dich, jeder verachtet dich. Und wie du Attention catchen willst, Junge, ich fass es nicht. Aber komm, ich geb dir den Moment. Guck mal, die beachten dich. Also los, Junge, mach den Schritt. Pack einen Strick und mach damit wenigstens einmal in dein scheiß Leben was Beachtliches. Aber denk nicht, dass das was ändert. Denn dann bist du nicht Desperados der Rapper oder Dennis der Mensch, sondern nur der Typ, der sich live auf der Bühne erhängt hat. Du kommst nah und schreist mich an. Du willst einschüchternd sein? Desperados, du schüchterst nicht ein. Mann, du brüllst statt zu weinen. Du brüllst nur zum Schein. Du brüllst statt zu weinen. Fuck, wer bist du am Mike? Wer bist du im Kreis? Desperados, sieh es ein. Deine Schrei, es sieht nicht, weil es die Tattoo ist, die wir beide uns teilen. Deine Lesben-Attitüde und so ein Scheiß. Dicker, tote Mädchen lügen nicht. Die wissen Bescheid. Die Anzahl meiner Runden ist 3. Also was für 13 Kassetten, Dicker. Ich geb dir 3 reasons why. Time. Dritte und letzte Antwort, Desperados. Seid mal jetzt alle ruhig. Das ist mein Freundeskreis. Ich kann nicht fassen, was der Punker da sagt. Denn ja, ich habe vielleicht nicht viele Freunde, aber wenigstens war nicht bei jedem Battle mein Freundeskreis ein anderer. Ich habe alle geguckt, der Freundeskreis hat jedes Mal geswitcht, also was laberst du hier gerade, du erbärmliches Snitch, Alter. Felix, jetzt mal ganz im Ernst und so unter uns. Keiner von denen ist heute wegen uns hier. Entweder sehen die unsere Kunst nie oder sie sehen keinen Grund. Wir stehen zwar jetzt hier, ja, aber was meinst du? Wie viele von denen interessiert's? Ich bin nicht naiv, ich bin mir darüber im Klaren. Aber heute hier, um diese Meinungen Lügen zu strafen, denn nach diesem Abend kommen die ersten für meinen Namen, dann stehe ich über dem Ganzen. Aber was ist mit dir, Felix? Du bemühst dich seit Jahren. Doch keiner sprüht vor Erwartung, sehen sie dich, Typen, starten. Denn entweder kennen sie dich immer noch nicht, oder sie stürmen Barrikaden, sodass man Angst haben muss, sie wollen dich mit Prügel erwarten. Dicker, ich kam als Fan in die BRB. Hätt's mich sehen sollen. Beim Reden keinen straighten Ton gepresst. Aber nach meinem ersten Battle im Dezember meinten die ersten, ja, der Junge, der ist schon nicht schlecht. Zweites Match Leanders. Mein zweiter Gegner ist heute einer der dopesten Heads. Und bei G, sind wir mal ehrlich, hat jeder auf meinen Tod gesetzt. Felix, weißt du, was die gemeinsam haben? Die sind alle weg. Hopeless hab ich trotz Choke zerfetzt. Urban nur mit Flows zerquetscht. Und ich hab Tierstar nur einmal gesagt, Bruder, gib mir ein großes Match. Ich bin erst seit 11 Monaten in diesem Showgeschäft. Doch jetzt schon so weit, dass man mich an denselben Tisch wie Top Tiers setzt. Du warst schon an jedem gottverdammten Spot gesetzt. Reimwerken, oh, Doodle, Diltili, BRB, BOH. Doch kam's nie hoch. Erst jetzt lässt man dich auf so ein Podest. Aber Felix, auch erst, nachdem ich verlangt hab, dass man mich nach hier oben lässt. Aber auch erst, nachdem ich verlangt hab, dass man mich nach hier oben lässt. Also was für ich soll mich bei dir bedanken. Denn Felix, wie viele hast du für heute gefragt? Und wie viele haben dich schon versetzt? Du weißt, was ich mein. Merlin hat mir jede Chance bis jetzt gegeben, kann mich gar nicht genug bedanken. Aber du denkst, das hier gäb's dank dir? Bro, jetzt echt? Du hattest 11 Battles. Aber wer gibt dir Ho bis jetzt schon? Groß Respekt, Dicker. Hä? Dieses Match gibt es, weil ich gesagt habe, okay, der wird im Ring zerfetzt. Felix, du merkst, kalt wird diese Nacht. Du hast doppelt so viele Battles wie ich, aber nicht halb so viel geschafft. Ich stopp weiter meinen Weg durch den vereisten Matsch. Mach auf dem Weg dahin ein oder andere Kleingeister platt. Und jetzt verstehe ich, dass du gesagt hast, Bruder, lass nicht judged, denn zu deinem Geburtstag gibt's in deiner Heimatstadt deinen Leichensack. Zeit.
Macht mal Applaus für das Battle von den beiden Jungs. Gebt euch Respekt, Jungs. Was ist denn hier noch jetzt? Hey Jungs, haben wir ein geiles Battle gesehen? Ja, ja, ja. Der Geist wird angeschossen. Alles klar. Cheers! Ich auf euch! Noch einmal Applaus für Desperados und Shih Tzu! Dieses Match ist unjudged, das heißt, jeder von euch kann sich entscheiden, wen er... Oh, schnell, Arzt! Krankenschwester ist am Start. Ja, Krankenschwester ist da. Alles gut, Krankenschwester ist da. Alles gut, ey, alles gut. Krankenschwester ist da. Ein Applaus bitte für Magda, die Krankenschwester in unseren Reihen kümmert sich ums Publikum. Wie gesagt, sie kümmert sich. Ich sehe das hier aus dem Augenwinkel. Das Match ist unjudged. Guckt euch das nochmal bei YouTube an. Schreibt in die Kommentare, wen ihr vorne gesehen habt und alle, an alle zu Hause. Auch ihr könnt gucken, wen ihr vorne gesehen habt. Es wird nochmal eine Umfrage bei Facebook in der Gruppe wählen von Magda. Was sagst du? Ey, einmal danke für das Battle. Geil, dass ihr so geil zugehört habt. Aber tut mir den Gefallen, macht einmal Lärm für Shih Tzu. Der Junge hat heute Geburtstag, also kommt. Yeah! Alles Gute nochmal, Bruder. Danke. Ey Jungs, macht mal wirklich Lärm. Der Junge ist mit dem Auto hergekommen, der hat den weiten Weg angetreten, um hier zu battlen und euch eine Show zu liefern. Ich denke, ihr habt von ihm auch einiges gesehen. Ist das nicht geil, was der gemacht hat? Hey! Christus! Und ich hoffe, ihr habt jetzt noch richtig Bock auf die nächsten Matches und danach wird gesoffen! Yo, kurz nach dem Battle, Shih Tzu gegen Desperados, wie fühlt ihr euch kurz nach dem Battle? Ich bin froh, dass es vorbei ist so. Auf jeden Fall. Ich habe das Battle hart gefeiert, also es war eine, so eine lustige Situation, aber jetzt ist man halt froh, dass man jetzt einfach einmal alles sacken lassen und den Rest des Abends einfach genießen kann. Wie fühlst du dich jetzt kurz danach? Ey, ich bin mega froh. Ich habe das fast alles genauso durchgezogen, wie ich wollte. Die Crowd hatte auch mega Bock. Berlin war on fire. Es hat einfach Spaß gemacht und jetzt bin ich einfach nur froh. Lernen ist vorbei, so dieses Stresszeit ist vorbei und jetzt einfach nur feiern und saufen und macht Spaß. Hast du gerechnet mit den Lines, die gezogen haben, oder warst du auch überrascht über Lines, die gezogen haben, die du vielleicht eher als Filler oder so eingeplant hast? Ich meine, so die plakativen Dinger, zumindest in der ersten Runde, haben auch gut gezogen. Dieses lesbische Marzahn erinnere ich mich jetzt. Hast du dafür extra so hingeschrieben und hast du da mit Crowd Reaction gerechnet? Oder hast du auch an anderen Stellen mit Crowd Reaction gerechnet, wo keine kam? Nee, zum Beispiel das lesbische Marzahn, wenn man darauf geht, in Berlin kann man die bringen, weil jeder denkt sich so, ah ja. Jeder weiß, wie Marzahnlesben aussehen und so, deswegen weiß man, dass sie zieht. Andere Sachen sind aber von der Formulierung. Ich habe eine Line gebracht, die Pointe ist noch nicht gekommen, aber deswegen in der Hälfte schon. Also zur Hälfte ist schon gekommen, bevor die Pointe kam. Aber da habe ich halt nicht mit gerechnet, kam aber und hat mich zum Glück nicht rausgebracht, deswegen. Wie war es bei dir? Hast du auch mit der Crowd Reaction an den entsprechenden Stellen gerechnet? Oder warst du überrascht, dass die reagiert haben an einigen Stellen, wo du vielleicht nicht damit gerechnet hast? Ich rechne nie mit Crowd Reactions, wenn ich schreibe. Einfach weil ich dann nicht überrascht bin, wenn keine kommt. Vor allem dazu kommt halt, ich bin nicht der lustige Typ. So, das weiß ich von mir selber. So, ich kann keine lustigen Sachen schreiben. So, ich bin unlustig. Also, aber als Maul. Aber, also, das Ding ist so, die haben halt teilweise echt gut reagiert bei meinen Runden. So, wenn Reactions kamen, dann kam auch richtig. Und das hat mich natürlich gefreut. Also, würde ich sagen, im Prinzip hat sie mich jedes Mal überrascht, weil ich halt in so ein Battle reingehe und mir denke, okay, wenn jetzt keiner reagiert, ist das vollkommen okay, weil du es auch so geübt hast, so im Prinzip. Ja, also war ich eher überrascht, dass dann hin und da wieder Reactions kamen, so. Hattest du das Gefühl, du konntest in dem Battle einen draufsetzen zu dem Battle zuvor, also zu dem Battle in Köln? Nein. Nein, definitiv nicht. Also ich hoffe natürlich trotzdem, dass ich nochmal wiederkommen kann, so. Auch wenn ich, bin ich ehrlich, heute nicht so abgeliefert habe, wie ich wollte. Das in Köln fand ich definitiv besser. Vom Text her und vom Gegner her fand ich es deutlich lustiger, das Match. So, es hat mir mehr Spaß gemacht als gegen Philipp. Aber von meiner eigenen Leistung her fand ich Köln besser. Okay, also du meinst, für dich ist auch noch Luft nach oben? Definitiv. Wie sieht es jetzt so bei den Inhalten aus? Ich habe mal so auf deine Reaktionen geachtet, als er zum Beispiel dieses Name-Dropping angesprochen hat. Da hast du sehr mit dem Kopf geschüttelt, so. Ist das nicht wahr, dass du in 19 Mal einen Namen gedroppt hast in wie viel Battles? 11 Battles. In 11 Battles 19 Mal Names gedroppt hast? Also erstmal sind es 12 Battles.
Es sind einige Sachen, die halt nicht stimmen, zum Beispiel, dass ich halt bei jeder Liga ankommen möchte oder so, sondern wenn mich jemand fragt, tue ich, also ich bin vor allem mit den Liga-Chefs ja auch befreundet so und ich tue auch gerne den Leuten Gefallen, Rheinbeck Nord, so, Wolle ist ein cooler Typ, hat mich gefragt, ich meinte, ja, okay, kein Ding. Name-Dropping, ich mache das eher so in Sachen von Fronts, also ich bringe nicht Name-Droppings, um zu zeigen, guck mal, kennt ihr den, sondern guck mal, passt perfekt, du bist genauso wie der oder die Situation passt, deswegen, also ich habe andere Namen, manche Namen habe ich auch nie erwähnt und deswegen habe ich halt geschüttelt, also es war viele Sachen dabei, die jetzt, wo ich mir dachte, ja, stimmt nicht oder ja, keine Ahnung, kann man so auslegen, deswegen habe ich auch so reagiert, aber es ist natürlich auch eine defensive Haltung, eine defensive, so wie er die macht, wie ich die mache. Na, es klang ja ziemlich präzise. Hast du die Namen gezählt oder wieso kommst du auf die Zahl? Ich habe die Namen gezählt, ja. Das waren 19 Namen, so allein 5-mal Dr. Dave, Dicker. So, also, Real Talk, ich habe mir halt so alle Battles angeguckt, die von dir im Netz so rumschwirren. Also, und ich habe auch nicht gesagt, du möchtest überall ankommen, sondern du warst halt schon überall. So Rheinwerk Nord, Diltily, Doodle, BAB, BOH. Da warst du halt überall mindestens einmal. So, und das war halt alles, worauf ich hinaus wollte. So, ich war bis jetzt quasi nur in der BAB bis auf einmal und darf trotzdem hier stehen. Und du warst schon überall. Und kommst jetzt erst hier an. Also das war so die Pointe, die ich setzen wollte. Ja, also vom... Ich suche mir nicht aus, in welchen Ligen... Ich frage die Ligen nicht an, sondern man trifft auf Events. Zum Beispiel vom einen Event treffe ich zum Beispiel Merlin oder halt Wolle. Und der fragt mich, ob ich bei ihm battlen will. Also ich gehe nicht auf die Ligen zu und sage, da will ich ein Battle. Sondern ich freue mich halt, wenn jemand auf mich zukommt. Und wenn nicht, dann halt nicht. Okay, also aber ob das jetzt Real Talk war, war jetzt eigentlich die Frage, weil du ja die Namen ja gezählt hast. Und so oft ist eigentlich dann doch ein Name gefallen. Du hast ja auch deinen Kopf geschüttelt, als Desperados erwähnt hat, dass du mal die ein oder anderen Themen angesprochen hast, wie tote beste Freunde oder sowas. Da hast du auch mit dem Kopf geschüttelt. Muss ja jetzt nicht heißen, dass du tote beste Freunde beleidigt hast, aber zumindest angesprochen war ja der Vorwurf, ne? Doch, du hast nämlich gesagt, dass ich die Beleidigung gegen tote beste Freunde eingebracht habe. Was aber nicht gestimmt hat, weil ich habe Fesers damals mit so einer falschen Fährte, ich habe ihn gesagt, also ich habe ihn so kommentiert, dass er es ansprechen musste und ich habe ihm gesagt, dass ich ihn nicht beleidige. Also kann man das jetzt noch nicht sehen. Andere Themen habe ich angesprochen, eine Kontroverse erzeugt, die vielleicht manchmal gezogen hat, vielleicht auch nicht, aber schwarzer Humor ist mein Ding. Wenn ich mit meinen Themen fronten will, kann ich es verstehen, wenn es nicht sein Humor ist, aber sehe ich persönlich nicht als Angriff. Manche Sachen haben halt auch gestimmt. Sage ich auch offen so, manche Sachen sind halt lustig verpackt, aber plakativer Rassismus oder plakativer Antisemitismus oder so, Grüße an Ben Salomo, habe ich nie gebracht, deswegen alles gut. Das war ja auch nicht der Vorwurf, sondern dass du tote beste Freunde thematisiert hast, so hatte ich das verstanden, richtig? Ja genau, ich habe ja im Prinzip nur gesagt so, du hast ja mal in einem Interview gesagt, wenn es kontrovers oder analytisch wird, findest du das scheiße, wenn es permanent um die Schiene haut, und dann habe ich halt so gesagt so, okay, stimme ich dir zu, wenn es um Auschwitz, Vergewaltigung, Rassismus oder tote beste Freunde geht, fände ich das auch scheiße, nur warum machst du das dann selber? So, das war so der Twist, ja genau. Ich habe das nicht so formuliert, ich habe gesagt, dass es in Battle Rap so ausgeprägte Extreme gibt und ich mache das ja auch, dass ich halt klar lustige Lines bringe, aber auch das andere, und ich finde die ganze Zeit dieses Laidback nur oder nur stumpfe Lines genauso schlecht wie nur Real Talk, guck mal, wie ich dich analysiere, weil die meisten Battle Rapper, die kennen sich von Battle Rap Events und es geht auch die Zuschauer einen Scheißdreck an, wie derjenige wirklich persönlich ist, und was im Backstage besprochen wird, geht eigentlich auch jeden Scheiß an, so wie die Leute vor dem Bildschirm, die kennen uns nicht. Und es hat ja auch einen Scheiß, die haben zu entertained und nicht aufzugehen. Dieses Promi-Flash, Gala, diese Gala-Geilheit feiere ich gar nicht, deswegen habe ich es auch gesagt damals. Naja, noch was hat bei dir ganz gut gezogen, was zumindest ich jetzt so auskontern konnte, war diese Stroboskope-Line und bewaffnet. Ne? Da hat er auf jeden Fall, das Konter-Game war on point bei Shitsu. Ne? Wie zufrieden oder unzufrieden bist du mit deinen Kontern? Den Konter in meiner zweiten Runde konntest du gepflegt in eine Tonne treten, das war der größte Bullshit, den ich je formuliert habe. Den in der dritten mit dem Freundeskreis, den fand ich vom Prinzip her nicht schlecht, aber ich tue mir immer so schwer beim Reime finden, wenn ich über... Also ich denke mal, ich höre eine Line und denke mir dann, okay, das konterst du definitiv, und dann rattert es in meinem Kopf. So, und dann habe ich so zwei, drei Ideen, die ich formulieren möchte, kriege keine komplett ausformuliert und dann verläuft es sich im Sande und dann passiert sowas wie in der zweiten Runde. Prinzipiell... Es war nicht alles scheiße, das in der zweiten Runde war kompletter Bullshit, aber so dieser Stroboskop-Konter war der beste Freestyle-Konter aus unserem gesamten Battle, also den habe ich auch gefühlt. Aber das mit den Freunden, wenn man sich die Battles anguckt, sieht man, es sind meistens die gleichen, aber ich weiß nicht, wie es bei deinen Freunden ist, aber meine haben auch manchmal was zu tun und da fällt jetzt nicht irgendwie der COD-Abend aus, wenn einer aus dem Clan ein Battle hat. Deswegen müssen auch manche tatsächlich auch mal was anderes machen, so, deswegen können halt nicht immer die gleichen.
Der Kreis ist eigentlich immer der gleiche. Würdest du dich trauen, WoW gegen Bushido? Nee, weil das Ding ist, wenn ich ihn dann abziehe, dann habe ich seine blauen Freunde vor meiner Tür stehen. So, das möchte ich. Eine Frage, was ist denn ein Battle Rapper in einem WoW-Spiel? Einfach nur ein Battle Rapper in einem WoW-Spiel. Hättest du fürs Battlen aufsparen können. Also ich habe ja jetzt ein paar Punkte angesprochen, wo du mit dem Kopf geschüttelt hast, die ich so aber nachempfinden konnte, wie du sie aufgebaut hast. Aber bei einer Stelle konnte ich auch nachempfinden, warum du den Kopf geschüttelt hast. Und zwar hast du so es so ausgelegt, als ob das Battle stattfindet wegen dir. Doch soweit ich Bescheid weiß, war Shitsu schon für dieses Date gesetzt, bevor das Battle mit dir zur Debatte stand. Und ich glaube, nach deiner guten, sehr guten Leistung in Köln haben wir dann angefragt, was du davon hältst, gegen Desperados zu battlen. Ist dies chronologisch richtig? Das ist prinzipiell absolut richtig. Wir hatten, das Ding ist, wir hatten telefoniert, Felix und ich, wir hatten telefoniert vom Battle. Und dann habe ich halt, hat er mir halt so gesagt, dass ursprünglich Craze und Sever, glaube ich. Ne, Craze war es nicht, aber Sever hatte mir, Grüße an Sever an der Stelle, hatte mir geschrieben, so, nicht nur Tobi Heiß mit Sever befreundet, der hatte mir geschrieben, dass er halt auch ursprünglich bei Top Tier battlen wollte, aber halt nicht gegen Shizu. So, und dann habe ich halt gedacht, okay, pass auf, dann baust du das so ein bisschen auf. Ja klar, dieses Battle stammt nicht wegen mir, das weiß ich. So nach Köln habe ich nicht das Recht zu sagen, oh, jetzt kommen sie alle an. So Bullshit. Aber ich kann ja nicht auf die Bühne gehen und sagen, oh Felix, danke für das Battle, Alter. Richtig korrekt von dir. So. Okay, also hast du an der Stelle zumindest zu Recht den Kopf geschüttelt? Ja, natürlich. Also Craze und so waren nicht im Gespräch. Es gibt halt bloß ein paar Eierlose, wie zum Beispiel Zepter oder T-Way oder Nimeon, die mich die ganze Zeit fronten und dann, wenn es zum Battle kommt, doch absagen, weil ihnen irgendwas wichtiger ist, was aber absolut kein relevanter Ausdruck ist. Also Leute, die sich in einer Minute drei Ausreden ausdenken, warum sie plötzlich nicht mehr können, sind in meinen Augen eierlos. Keine Grüße an Sever. Und damit bin ich eigentlich auch fertig mit meiner Aussage. Wie geht's jetzt weiter mit dir? Also du hast ja wirklich einen guten Sprung gemacht, so von der BOH direkt jetzt hier zu dem Written A Cappella Event. Und ich fand auf jeden Fall, die Leistung war stabil und vielleicht geht die Meinung auch sehr auseinander. Es war ja unjudged, das heißt, ihr draußen könnt entscheiden, wie ihr das Battle gefunden habt und mal sehen, was die Mehrheit dann im Endeffekt dazu sagt. Wie sollte es im besten Fall für dich weitergehen? Im besten Fall darf ich nochmal wiederkommen. Nachdem ich von der Bühne gekommen bin, dachte ich mir so, das war jetzt nicht die Leistung, die du zwingend zeigen wolltest eigentlich. Ich hätte das Ding auch, bin ich ganz ehrlich, auch nochmal auf Kamera, ich hätte es an Shizu gegeben, so. Wäre es gejudged gewesen und er hat gewonnen, hätte ich das voll verstanden. Internetmeinungen nehme ich nicht so ganz ernst, weil mein letztes BOH wurde bewertet nach den Kleidungen, die ich getragen habe, also Missits. Aber im besten Fall darf ich nochmal wiederkommen, darf mich nochmal bei den Top-Tiers zeigen, weil, wie gesagt, hier ist da kein Disrespect an der Stelle, aber für den BOH komme ich nicht nochmal. Aber ja, die Leistung war vielleicht nicht 100% so, wie ich gehofft habe, aber sie war für mich gut. Und ich, ja, wie gesagt, hoffe, dass ich nochmal kommen kann. Battlen geht für mich weiter. Ja, du hast ja wirklich eine einwandfreie Siegesserie hinter dir und ich glaube auch persönlich, dass da sehr viel Potenzial nach oben ist und allein schon wie selbstreflektierend du dein eigenes Battle jetzt analysierst, glaube ich, dass du da im nächsten Battle definitiv einen draufsetzen kannst. Und ich meine jetzt auch nicht jeden einzelnen Kommentar, aber so die Mehrheitsmeinung, wie du da ankommst, ich glaube auf jeden Fall, das Potenzial ist da. Wie geht's für dich im Idealfall weiter? Also nachdem ich jetzt Desperados hier die Plattform gegeben habe, möchte ich natürlich weitere Lesben hochziehen. Also wenn T-Say Bock hat, kann der auch nochmal herkommen. Oder so Leute wie Nimeon kriegen halt jetzt mittlerweile kein Battle mehr, weil er hat abgesagt wegen einem absolut nicht nachvollziehbaren Grund und wenn er die ganze Zeit frontet, ist er für mich halt eine Bitch, die einen ans Bein pissen will, aber eben nicht durchzieht. Und ja, also ich komme gerne wieder her, Freestyle in Berlin bin ich sowieso immer am Start und ja, also ich bin ready. Okay, nice. Ich fand's auf jeden Fall cool, dass ihr am Ende noch einen Drink euch gegönnt habt. Sowas feiere ich persönlich sehr und deshalb auch nochmal für dich alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, du hattest ein gutes Battle für diesen Tag. 20 Jahre Desperados, Shizu, Top Tier Takeover. Peace.